Fußball-Zweitligist VfL Bochum trauert um Ex-Trainer Rolf Schafstall, der nach Vereinsangaben am Dienstag im Alter von 80 Jahren verstarb. Insgesamt dreimal coachte Schafstall den Revierclub. Außerdem stand er als Trainer unter anderem bei Schalke 04, dem MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen, dem Karlsruher SC, Bayer Uerdingen, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Der Fußballlehrer lebte zuletzt in Krefeld. Zu seinen größten Erfolgen zählte das Erreichen des UEFA Cup-Halbfinales mit dem MSV Duisburg 1978/79 und des DFB-Pokal-Halbfinales mit dem VfL 1981/82, 1:2 gegen Bayern München,